Therapeut, arbeite überwiegend mit Menschen, Heroin, Methamphetamin, Kokain, ein paar THC-Fälle. Bisher hatte ich einmal jemanden dabei, der auf LSD hängen geblieben ist. MDMA-Probleme hatte ich bisher noch überhaupt nicht in der Klinik. Sucht wird hier jetzt keine Rolle spielen. Es ist insofern wichtig, es wird viel um Bewusstseinszustände geben. Ich selber hatte vor einer ganzen Reihe Jahren eine Erfahrung, die dazu geführt hat, dass ich jetzt ständig hin und her switchen kann. Entweder ich bin in mir, bin eine ganz normale Person, nehme alles so wahr, wie jeder Mensch es wahrnimmt, oder ich bin der Raum und dieser Körper mit dem Verstand und ihre Körper und ihr Verstand passieren in mir, beziehungsweise auch in ihnen, weil dieser Raum gehört nicht mir. Also es ist ein Bewusstseinsraum außerhalb meiner selbst. Und das ist vielleicht so als Hintergrund ein bisschen wichtig, um verschiedene Sachen zu verstehen, weil es wird viel um Bewusstseinszustände gehen. Vorausschicken möchte ich auch noch, das Grundthema meines Vortrages lässt sich vielleicht am besten mit einem Bild beschreiben. Es gibt sicher eine Reihe Leute hier im Saal, die selber auch psychedelische Erfahrungen gemacht haben. Und wenn die sich unterhalten miteinander, was sie so erlebt haben, dann ist das, wie wenn sie eine Reise im Fluss entlang beschreiben, mit Stromschnellen, Flussbiegungen etc. Und sie berichten von ihrer individuellen, subjektiven Erfahrung. Es gibt bisher kaum ein System, was diese Reisen vergleichbar macht. Zum Beispiel, um in diesem Bild zu bleiben, mag es sein, dass der eine Reisende den Rhein entlang gefahren ist und der andere den Amazonas. Beide wissen aber nicht, dass der eine Fluss der Rhein, der andere der Amazonas war, der eine in Europa, der andere in Südamerika liegt. Und also eine Idee, welche Struktur dahinter stecken könnte, das möchte ich gerne mit meinem Vortrag hinkriegen. Der Stanislav Grof hat ja sehr, sehr viel geforscht in Sachen Phänomenologie, also Beschreibung einzelner Phänomene. Machst du mal das nächste? Oh, kannst du mal das nächste Bild machen? Okay. Und trotzdem ist alles, was davon überbleibt, erstmal eine bunte Mischung. Es fehlt also sowas wie eine Struktur dahinter. Das ist so wie jemand, der die Bilder eines Kartenspiels beschreibt und es kommt wenig rüber, was sind die Regeln, dass das Kartenspiel funktioniert. Und Ken Wilber hat halt ein mehrdimensionales Bewusstseinsmodell aufgestellt, an das ich mich anlehne. Machst du mal das nächste Bild, wodurch Ordnung in in diesen bunten Haufen kommt und es wird und gibt eigentlich nur zwei Dimensionen, nämlich die Endpunkte Bewusstsein und Materie, die immer wieder wie in einem unendlichen Spiegelsaal in verschiedensten Ausprägungen dieses Universum, in welchem wir leben, bestimmen. Okay, mach's mal bitte das nächste. Wir fangen also ganz vorne an. Das, was wir wahrnehmen, ist ein Universum. Es hat irgendwann mal einen Urknall gegeben. Seitdem gibt es eine Evolution. Das Universum dehnt sich aus und wird dabei immer dünner. Von einem unendlich kleinen, unendlich schweren Massepunkt zu einem unendlichen Raum, dahin geht jedenfalls die Tendenz, mit einer verhältnismäßig geringen Dichte. Das ist aber nicht alles, sondern währenddessen hat es auch eine qualitative Evolution gegeben, nicht nur eine quantitative. Ach, stopp, ich muss noch einen kurzen Schlenker zurück machen. Was ich vorstelle, ist ein Modell, die Realität zu beschreiben. Es erhebt also keinen Anspruch auf die absolute Wahrheit. Es ist ein Versuch, die Realität zu beschreiben. Es gibt bessere und schlechtere Modelle.
Der Vorteil dieses Modells ist halt mehrdimensional zu sein, aber nicht, dass jemand sagt, der Wendlich hat versucht, die Realität zu beschreiben. Realität wird immer konstruiert in unserem Bewusstsein, so wie wir jetzt zum Beispiel konstruieren, dass das feste Möbel sind, etc. Das konstruieren wir in unserem Bewusstsein. Wenn wir einen anderen Blick haben, zum Beispiel in außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen, sehen wir ganz genau, dass das nur verdichtetes Bewusstsein und keine Materie ist. Also alles, was wir sehen, unser greifbares Universum, ist letztendlich eine Konstruktion unseres Bewusstseins und die Reflexion darüber ist genauso eine Konstruktion. Gut, es hat also auch eine qualitative Entwicklung gegeben, die dadurch gekennzeichnet ist, dass zu bestimmten Grundqualitäten immer neue hinzugekommen sind. Wir können das unterteilen, wie wir wollen. Also man könnte einfach sagen, erst war nur tote Materie, dann war nur Leben da. Wir können auch feiner hingehen und sagen, also erst waren Atome da, dann waren Moleküle da, dann gab es die ersten Einzeller, dann gab es die ersten komplexeren Wesen, dann gab es die ersten fühlenden Wesen, die ersten denkenden Wesen und auch das Denken hat sich, wie die Kognitionspsychologie deutlich zeigt, über viele Stufen vom konkret operationalen über das abstrakt operationale zum systemischen Denken und höchstwahrscheinlich noch darüber hinaus entwickelt. Bitte das nächste. Jede dieser neuen Qualitäten braucht eine neue Wissenschaft, um sie zu beschreiben. Also das Gehirn lässt sich natürlich physikalisch beschreiben. Das ist so und so viel Kohlenstoff, so und so viel Sauerstoff etc. Aber das sagt natürlich nichts über das Gehirn. Es ist viel zu wenig, um das zu beschreiben. Und so geht es also mit allen anderen Dingen auch. Sie lassen sich durch die grundlegenden Wissenschaften nicht vollkommen beschreiben. Dadurch entsteht eine Hierarchie. Evolution, qualitative Evolution, ist hierarchisch. Das heißt, immer wenn ich eine Ebene wegnehme, brechen alle Ebenen, die da drüber sind, zusammen. Die Ebenen darunter interessiert es überhaupt nicht. Mal angenommen, ich würde alle lebenden Zellen in diesem Universum vernichten, die es gibt, wären sofort alle höheren Lebewesen mit tot. Atome und Moleküle wären davon völlig unberührt. Und das können wir also auf jede Ebene anwenden, einschließlich von Bewusstseinsebenen. Was für Wilber auch wichtig ist, ist, dass mit der Zunahme von Komplexität gleichzeitig Bewusstsein zunimmt. Das heißt, je komplexer ein Organismus ist, desto mehr Bewusstsein hat er. Auch Atome haben Bewusstsein, aber es ist so ein Proto-Bewusstsein, dass es letztendlich vernachlässigt werden kann. Moleküle haben schon etwas mehr Bewusstsein, die ersten Einzeller noch mehr und letztendlich, wir sprechen erst bei fühlenden Tieren dann richtig von Bewusstsein. Also Wilber ist völlig gegen Panpsychismus, es geht nicht darum, dass Steine denken können, das ist völliger Quatsch, aber sie haben eine sehr, sehr frühe Vorform von Bewusstsein. Ach so, wie das nächste. So. Okay, das waren die Ebenen. Also dieses Wilbersche Modell besteht im Prinzip, heute stelle ich Ihnen nur vier Elemente vor, wenn Sie rausgehen und sagen, ich weiß nur, was Ebenen, Quadranten, Linien und Zustände sind, ich habe da eine ungefähre Ahnung von, dann reicht das völlig. Da brauchen Sie gar keine Details weiter. Ebenen heißt Evolutionsebenen, qualitative Ebenen des Bewusstseins beziehungsweise auch ausgedrückt in der Komplexität der Materie. So, das nächste Element in Wilbers Bewusstseinsmodell ist, dass er sagt, alles, was existiert, hat eine Außenseite und eine Innenseite. Die Außenseite ist der Körper bzw. auch das Verhalten, also alles, was man empirisch nachweisen kann. Die Innenseite ist das individuelle Bewusstsein. Das ist subjektiv und nur introspektiv erfassbar, zum Beispiel phänomenologisch. Also mein Körper ist meine Außenseite, die meinem Bewusstsein als Innenseite entspricht. Meine Bewusstseinsebene wird eben höchstwahrscheinlich auch geprägt durch die Anzahl meiner Neuronenverbindungen im Gehirn. Also auch dort gibt es immer noch
Entwicklung zu immer mehr Komplexität. Also jemand, der zum Beispiel eine Oligophrenie, eine Geistesgestörtheit hat, wird höchstwahrscheinlich wesentlich weniger Neuronenverbindungen im Gehirn haben. So, kein Wesen in diesem Universum, nichts, was sich entwickelt hat, existiert allein. Es existieren immer mehrere Exemplare, ich brauche einen Schluck, die gemeinsam eine Kultur bilden, also ein kollektives Bewusstsein und Systeme und Institutionen bilden. Das heißt, und das gilt für Atome, die halt zum Beispiel Planeten bilden, genauso wie für Tiere, die tierische Systeme bilden oder Menschen, die eben die menschlichen Systeme bilden. Es gibt also auch so etwas wie einen Körper der Gemeinschaft und auch ein Bewusstsein der Gemeinschaft. Also hier gehören zu, machst du mal das nächste? Gleich das nächste Element, die Linien, Entwicklungslinien heißt in diesen Quadranten, das ist keine Entwicklung, keine monolithische Entwicklung, sondern es spaltet sich auf in viele Unterteilungen. Wenn ich also den Menschen mal nehme als Beispiel, heißt es, da gehört zum Beispiel die Intelligenz dazu, die Emotionalität, die sich entwickelt, die Beziehungsfähigkeit, die sich entwickelt. Im Bewusstseinsquadranten, im körperlichen Quadranten gehören dazu Bewegungsfähigkeit, die sich entwickelt, der Körper selber, sexuelle Reife etc. Also auch dort gibt es mehrere Unterbereiche, die sich entwickeln. In der Gesellschaft, Wirtschaft, Verkehr, Staatsform etc. In der Kultur zählen dazu Sprache, Religion, Wertesysteme und so weiter. Bitte das nächste. Und diese entwickeln sich abhängig voneinander. Sie brauchen nicht die Details lesen, es geht nicht darum. Es geht darum, dass jede, wir sehen ja hier, das ist quasi ein Draufblick, wir sehen, dass hier Zahlen dran stehen und jede Zahl auf einem Strahl entspricht einer Zahl auf einem anderen Strahl. Ich habe also hier eine Entwicklungslinie rausgenommen. Das heißt zum Beispiel, dass ein magisches Bewusstsein der emotionalen, individuellen Selbstebene entspricht, schon einen Neokortex voraussetzt und sich in Stämmen organisiert. Also ein ganz einfaches Beispiel. Wenn also zum Beispiel Individuen sich darüber hinaus entwickeln, anfangen Symbole zu entwickeln, sprich Sprache immer differenzierter wird, wird sich ihr Neokortex weiterentwickeln. Sie werden irgendwann vom Stamm zu einem frühen Staat übergehen und werden zu einem magisch-mythischen Bewusstsein kommen. Das heißt also, es gibt eine Koevolution in allen vier Quadranten. Wenn irgendwo sich was bewegt, zieht er den Rest nach, beziehungsweise wenn es eine Störung gibt, kann sich die Störung auch auf die anderen Quadranten auswirken. Bitte das nächste. Gut. Okay, jetzt habe ich das einfach mal ein bisschen zusammengenommen. Hier haben wir also die Entwicklungsebenen, hier das individuelle Bewusstsein, den individuellen Körper, den sozialen Körper und das soziale Bewusstsein, um das einfach in eine einfache Form zu bringen. Bitte noch eins. Gut, und wie Sie gesehen haben vorher, das waren immer Verläufe, die nach außen weniger werden, weil für Wilber das letzte Element, wir hatten jetzt also Ebenen, Quadranten, Linien und jetzt kommen Zustände dazu, das letzte wichtige Element in seinem mehrdimensionalen Bewusstseinsmodell sind Bewusstseinszustände. Normalerweise in unserem Tagesbewusstsein, in dem wir uns jetzt hier befinden, nehmen wir diesen Teil wahr, diesen Bereich, nämlich unsere Welt, die wir anfassen können, die wir sehen können, etc. Und diese Welt ist gekennzeichnet durch einige Kriterien, die Professor Belschner ziemlich deutlich herausgearbeitet hat. Es gibt nämlich eine Subjekt-Objekt-Trennung. Also ich bin hier und betrachte den Stuhl oder einen anderen Menschen, der wird zum Objekt. Es gibt eine Geist-Materie-Trennung. Also normalerweise erleben wir unser Bewusstsein getrennt von unserem Körper, verstehen nicht, wie das überhaupt zusammenhängt. Es gibt eine lineare Zeit. Das zeigt der Zeitpfeil hier.
Es gibt eine Lokalität, also um irgendwo hinzukommen, muss ich mich dahin bewegen. Es gibt ein konsistentes Ich-Gefühl und es gibt eine Ich-Du-Trennung. Das heißt, ich habe normalerweise auch zum kollektiven Bewusstsein nur über Kommunikation den Zugang. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass das weniger wird. Der zweite Zustand, den Wilber konstatiert, ist nämlich subtil. Der Zustand, den wir normalerweise im Traum erleben, aber eben nicht nur im Traum, sondern auch in meditativen Zuständen, in extremen Nahtodzuständen, wichtigen Live-Events und eben auch bedingt unter psychoaktiven Substanzen. Und hier sehen wir, dass diese Grenzen sich auflösen. Jeder, der das erfahren hat, wird eben wissen, dass es nicht, also dass die Ich-Du-Trennung, die Materie-Geist-Trennung etc., dass solche Dinge ein Stück verloren gehen, dass man quasi mehr im Wahrnehmungsmittelpunkt ist und nicht mehr ein abgegrenztes Ich. Und hinter all dem nennt Wilber einen Bereich, den er kausal nennt, nämlich Leere. Also einen Bereich, der so leer ist, dass er jenseits jeder Beschreibbarkeit ist. Der Amit Goswami, ein Physikprofessor aus den Staaten, kannst du mal das nächste machen, nennt den subtilen Zustand, also diesen Zwischenzustand, den Bereich der Möglichkeiten, unsere manifeste Realität, wenn die Wellenfunktion kollabiert und die Leere eben als überhaupt der Urgrund, aus dem alles entsteht. Hier haben wir im Prinzip auf künstlerische Weise, Alex Gray sagt genau dasselbe, und zwar unsere manifeste Welt entsteht dadurch, dass wir uns entscheiden, dass wir eine Auswahl treffen. Im subtilen Raum kann eine Orange gelb, grün, blau oder sonst was sein und jede Form haben. In der realen Welt haben wir uns entschieden, Orange ist rund und orange. Und das ist die Orange, die wir auch tatsächlich sehen. In der Welt der Archetypen, der geistigen Urbilder, kann die Orange jede Form haben, jede Farbe. Und in der Leere, also im Kausalen, gibt es die Orange nicht, weil Leere ist Leere ist Leere. Gut. Das war im Prinzip das Wichtigste an den Wilberschen Strukturelementen, des Wilberschen Bewusstseinsmodells. Machst du bitte mal das nächste. Und hier haben wir jetzt alles in einem Bild. Wir haben hier die Welt, die wir mit unserem Wachbewusstsein wahrnehmen. Hier die Welt, die subtile Welt, in die wir nur gehen können mit in bestimmten Situationen im Traumschlaf unter bestimmten Substanzen oder in Extremsituationen, wo unser Verstand ausgeschaltet wird. Wie das funktioniert, erzähle ich nachher noch. Und hier haben wir den Bereich, den Wilber Geist nennt, den er sagt, das ist ein natürlicher Bereich der Tiefschlaf, wo wir uns normalerweise nicht dran erinnern können. Und das zusammen zu erleben, nennt Wilber non-dual oder Geist mit Sternen. Der Unterschied zwischen den Ebenen und den Zuständen ist, dass Zustände heterarchisch sind. Jeder Mensch ist wach, hat Traumschlaf und Tiefschlaf, wogegen die Ebenen sind Evolutionsebenen, die hierarchisch sind, die aufeinander aufbauen. Wenn ich irgendeine Ebene wegnehme, bricht alles, was darüber ist, zusammen. Das ist der Hauptunterschied zwischen Zuständen und Ebenen, weil die Grundqualitäten der Zustände natürlich auch in den Ebenen wiederkehren. Der materielle Wachzustand ist der greifbarste, materiellste Zustand, der Tiefschlaf der ungreifbarste. Evolution selber geht aber auch von der Materie zu immer mehr Bewusstheit, also auch von der Materie zum Geist. Ich sagte zum Anfang schon, dass also eigentlich ist immer nur die Dimensionen Materie, Geist sind, die in verschiedener Art wiederkommen. Selbst die einzelnen Entwicklungslinien, die wir kurz vorhin angerissen hatten, sind nur
Wiederausformung dieses Materie-Geist-Kontinuums. Okay. Bitte mal das nächste. So, in der psychischen Entwicklung des Menschen gibt es, entwickeln wir psychische Strukturen. Wilber nennt sie normalerweise das frontale Selbst, das tiefer psychische Selbst und das ursprüngliche Selbst. Ich habe es ein bisschen einfacher übersetzt, das Ich oder Ego, Seele und Zeuge. Im subtilen Raum gibt es durchaus Entwicklung. Es gibt neue geistige Archetypen, es gibt neue Bilder. Die Lehre ist die Lehre und der Zeuge, unser Anteil an der Lehre, tritt hervor. Also durch Übung, durch Meditation zum Beispiel, können wir es lernen, immer besser im Zeugen zu bleiben, der dieses hier wahrnimmt. Aber in der Lehre, die Lehre wäre nicht die Lehre, wenn es dort Entwicklung gäbe. Es gibt mehrere Entwicklungslinien, die Wilber sagt, das sind eigentlich die selbstbezogenen Entwicklungslinien, die er dazu zum Ich dazu zählt, Emotionen, Kognition, räumliches Sehvermögen, zum Beispiel inwieweit jemand rückwärts einparken kann, das wäre dann so eine nebensächliche Entwicklungslinie, die hat nicht direkt was mit unserem Gefühl für uns selbst zu tun. Man kann es oder kann es nicht, hat aber nicht die Idee, dass die Persönlichkeit davon abhängt. Okay, nächste bitte. Wieder ein Bild von Gray, der im Prinzip das Gleiche beschreibt, nur in seiner Bildersprache, vom manifesten Körper zum Subtilen, zum Kausalen. Also Gray ist ein guter Freund von Ken Wilber, deshalb tauchen oft Sachen in seinen Bildern auf. Wer Wilber, also die Theorie dahinter kennt, für den ist Gray ein offenes Lesebuch. Bitte das nächste. Okay, wir sehen jetzt die individuelle Entwicklung in der Zeit. Wenn Menschen auf die Welt kommen, und das gilt für Individuen genauso wie für Völker, kommen sie aus dem Subtilen, also treten aus der Möglichkeit in die manifeste Welt und entwickeln erst nach und nach ein Ich. Reinkarnationserfahrungen kleiner Kinder, die stecken zum Beispiel hier drin. Nur mal so als Nebensatz, ich will nicht zu spirituell werden. Zu Anfang, unser rationales Gehirn ist noch ein unbeschriebenes Blatt, entwickelt sich erst in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Und wir bauen, indem wir von unserer Umwelt lernen, kognitive Filter auf, die dazu fügen, dass ein immer größerer Bereich nicht mehr wahrnehmbar wird. Die Aborigines leben in der Traumzeit. Die benutzen das Essen und Trinken nur, um hinterher besser träumen zu können, also sich in dieser Welt aufzuhalten. Kleine Kinder ähnlich sind noch mehr, also Babys sind noch mehr in ihrer inneren Welt als in der äußeren Welt. Und erst mit der Entwicklung über die verschiedenen Bewusstseinsebenen wird unser Ich immer stärker. Unser rationales Denken entwickelt sich. Wir bauen Verdrängungsschranken auf, nehmen diese Bereiche nur noch im Schlaf bzw. im Traum wahr. Okay, was wir hier unten haben, das ist auch ganz wichtig, wir haben hier die normalen unbewussten Zustände, also das, was jeder Mensch normal lebt, der Wachzustand, der Traumschlaf, der Tiefschlaf, und alle diese Zustände sind aber auch bewusst erlebbar, eben zum Beispiel über Meditation oder andere Möglichkeiten. Das ist einmal das, was die Psychologen, Psychotherapeuten das Hier und Jetzt nennen, dann Transparenz. Das ist vielleicht das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, was so der Zustand ist, in dem ich mich oft bewege. Und dass die Erfahrung und permanente Realisierung der Lehre als Urgrund allen Seins, das ist dann das, was Erwachen genannt wird. Und gemeinsam bildet das dann eben non-duales Bewusstsein oder Erleuchtung. Jemand, der permanent in diesem Zustand sein kann. Dazu habe ich gerne mal, reicht die Zeit noch eigentlich? Ein kurzes Zitat mit Sri Nisargadatta Maharaj. Der Reporter: Was tun Sie, wenn Sie schlafen? Maharaj: Ich bin gewahr zu schlafen. Reporter: Ist Schlafen nicht ein unbewusster Zustand? Maharaj: Ja, ich bin gewahr, unbewusst zu sein.
Reporter, und wenn Sie wach sind oder träumen, Maharaj, dann bin ich gewahr, wach zu sein oder zu träumen. Reporter, da komme ich nicht mit. Wie meinen Sie das genau? Lassen Sie mich meine Vorstellung klar machen. Mit Schlafen meine ich, unbewusst zu sein. Mit Wachen meine ich, bewusst zu sein. Und mit Träumen meine ich, sich seines Verstandes bewusst zu sein, doch nicht der Umgebung. Maharaj, ja, mit mir ist es fast genauso. Und doch scheint da ein Unterschied zu sein. In jedem dieser Zustände vergessen Sie die anderen zwei, während es für mich nur einen Zustand des Seins gibt, der die drei mentalen Zustände von Wachsein, Träumen und Schlafen einschließt und transzendiert. Okay. Was hier an dieser Abbildung vielleicht auch noch wichtig ist, die Bewusstseinsebene, nur ein kurzer Hinweis, ist im Prinzip, werden bei Wilber sehr genau definiert. Viele der Sachen kann man sich übrigens bei mir von der Webseite runterladen, also auch viele schöne Abbildungen. Sie entsprechen im Prinzip dem, was Timothy Leary seine neuronalen Schaltkreise nennt. Also es gibt ganz viele Entwicklungstheorien und Learys neuronalen Schaltkreise tauchen genau in diesen Ebenen wieder auf. Okay. Bitte mal das Nächste. Daraus leitet Wilber zwei Hauptentwicklungsrichtungen ab, nämlich zu mehr Fülle und mehr Wachheit. Und das ist genau der Punkt, an dem sich Psychotherapie und Religion unterscheiden. Psychotherapie versucht, den Menschen zu mehr Fülle zu entwickeln, sprich das Ego, das Ich zu entwickeln. Das ist genau das, was mein Vorredner als existenzielle Entwicklungsrichtung bezeichnet hat. Religion im eigentlichen Sinne versucht, den Menschen mit dem Urgrund des Seins zu verbinden. Und das hat er als essentielle Entwicklung bezeichnet. Also auch diese beiden Dinge tauchen hier genau wieder auf. Und der Hauptunterschied, worin die sich unterscheiden, ist, die Entwicklung zu mehr Wachheit geschieht, indem ich mich mit meinem Innenleben beschäftige. Die Entwicklung zu mehr Fülle entsteht in der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt, sprich mit der Außenwelt. Das ist der Hauptunterschied. Wenn ich also Beziehungsfähigkeit lerne, dann entwickle ich mein Ich, mein Ego, interagiere mit der Außenwelt. Wenn ich mich auf ein Zen-Kissen setze und 3 Stunden meinen Atem beobachte, dann entwickle ich mein Innenleben. Was auch spannend ist, ist diese Nase hier. Die entsteht dadurch, mach gerne mal so deutlich diese Ebenen, wofür die stehen. Mythisch ist klassische CSU, SPD, FDP, pluralistisch wäre die Grünen, da hat man so ungefähr die deutschen Bevölkerungsschichten, wo die sich ungefähr bewegen, nur mal so als kleine Randbemerkung. Ja, man kann da ganz praktische Sachen mitmachen. Und integral heißt in dem Moment, wo ich immer anfange, stärker über das Denken selber, über den Verstand zu reflektieren, begebe ich mich in einen transrationalen Zustand. Das heißt, ich gehe über die Ratio hinaus und komme dadurch dahin, dass ich zum Beispiel Wahrnehmungsbegrenzungen, die ich mir selber aufgelegt habe, Verdrängungsschranken wahrnehmen kann und dadurch kommt es wieder zu einer Öffnung. Dadurch kommt es in einem wenn man also sich dahin entwickelt, automatisch wieder in dem Moment, wo man übers Rationale hinausgeht, über den Verstand zu einer Öffnung. Okay. Gut, jetzt kommen wir endlich zum Thema Drogen, weil das ist ja eigentlich das Spannende. Das war ja nur die Vorrede. Machst du bitte mal das Nächste? Okay, ich habe ja nun genügend Patienten immer. Ich kann das wunderschön untersuchen. Ne? Das sind so das, was die Hauptwirkungsrichtungen von Drogen, wie ich sie konstatiert habe. So, wobei das nicht, ich glaube, da haben sich viele schon Gedanken drüber gemacht. Das ist nicht so super neu. Das Spannende daran ist, alle diese Drogen, die aufputschend oder sedierend wirken, wirken alle aufs Dopaminsystem, sind alles Drogen, die süchtig machen, die mehr oder weniger großes Suchtpotenzial haben. Diese Drogen
Ecstasy inbegriffen, was allerdings ein Zwitter ist, wirken hauptsächlich auf Serotoninsystem, haben null bis sehr wenig substanzeigenes Suchtpotenzial. Ich werde diesen Strahl vielleicht jetzt auch öfter mit dem Sammelbegriff Tryptamine bezeichnen, also weil Psilocybin, LSD, DMT, gibt noch ein paar mehr andere, sind alles letztendlich Tryptamine. Bitte mal weitermachen. Okay, und jetzt haben wir genau diese Grafik in das individuelle Bewusstsein eingesetzt. Wir können also sehen, Narkotika, sprich sedierende, Alkohol, Heroin etc. wirken A, ich-auflösend, das kann ich wirklich bestätigen. Ich kenne die richtigen Junkies, die unten sind, die kein Ich mehr haben. Stimulantien, keiner hat so ein fettes Ego wie ein richtiger Kokser. Ich sage es mal so ein bisschen platt, um es deutlich zu machen. Und Psychedelika als Substanzen, die genau diese Räume betreten, die uns normalerweise nicht zugänglich sind. Ja. Gut, bitte das nächste. Okay. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer die Entwicklung des Individuums über die Ebenen, also vom Kind über die Ebenen betrachtet, und jetzt gucken wir uns das zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Ich bin also ein Mensch, der zu einem bestimmten Zeitpunkt sich mit einer gewissen Bewusstseinsebene identifiziert, und das ist der Bereich, den ich wahrnehmen kann in diesem mehrdimensionalen Bewusstseinsmodell. Ich kann mich selbst normalerweise nicht wahrnehmen, das Auge kann sich selbst nicht sehen, das ist dieser Fleck hier in der Mitte. Es gibt ein transrationales Unbewusstes, also Dinge, die mir so weit weg sind, dass ich sie noch nicht begreifen kann. Ich nehme gerne das Beispiel von einem kleinen Baby. Wenn das kleine Baby von der Mutter gekrabbelt wird und es erzählt ihm dabei noch eine Matheaufgabe, dann ist es ja noch sehr im Sensum mit Motorischen. Es wird also voll verstehen, was mit dem Krabbeln und Liebkosen gemeint ist. Es wird auch hören, dass die Mutter was erzählt, was die Matheaufgabe ist. Das sind für den einfach tote Klänge. Da hat das Baby einfach noch keine Ahnung, was es damit soll. Und das gilt natürlich für sämtliche Ebenen. Wenn jemand, der gerade so rational denken kann, Herleitung Einstein, E ist gleich mc², kriegt, da sitzt er auch davor wie ein Kuh vorm neuen Tor und weiß nicht, was er damit anfangen soll. Ne? Das ist also das transrationale Unbewusste, etwas, was ich aufgrund der Bewusstseinsebene, mit der ich mich derzeit identifiziere, nicht wirklich begreifen kann. Der individuelle Schatten, das ist alles das, was ich nicht haben wollte, was ich verdrängt habe. Das ist das, womit die Psychotherapie überwiegend arbeitet. Die arbeitet mit dem individuellen Schatten. Dann gibt es noch ein subtiles Unbewusstes, nämlich zu meiner Seele, zum Beispiel zu Fähigkeiten luziden Träumens und so weiter, habe ich normalerweise auch keinen Zugang. Und das kann transpersonal oder auch präpersonal sein. Und dann gibt es natürlich diesen Urgrund dessen, was dahinter ist, der dem normalen Menschen, der sich hier befindet, auch völlig fern ist, wo der keine Ahnung von hat. Und das kann man an diesen beiden Strahlen von prärational, rational zu transrational bzw. personal, nicht personal sehen. Die Leere ist jenseits jeden Ichs, also da gibt es kein Ich mehr, das ist da völlig absurd. Ne? Bitte mal das nächste. Okay, und jetzt nehmen wir einfach mal MDMA ein, und das ist das, was da passiert. MDMA arbeitet im manifesten Bereich, macht es aber möglich, da das, was wir normalerweise verdrängen, weil wir Angst vor den Gefühlen haben. Also das meiste, was wir erlebt haben, wir haben Angst vor den Gefühlen, die damit hängen. In dem Moment, wo ich durch MDMA in eine völlig angstfreie Situation komme, ist es mir kein Problem mehr, die Verdrängungsschranken nach unten zu lockern und in meinem eigenen personalen Bewusstsein aufzuräumen. Das ist das, was zum Beispiel MDMA oder ähnliche Situationen so absolut wertvoll für die ganz normale klassische Psychotherapie macht. Ich habe normalerweise keinen Zugang zu subtilen Bereichen oder kausalen Bereichen. Normalerweise, es gibt Ausnahmen, insgesamt gibt es ja bei Drogenwirkung immer eine Spannweite der
individuellen Variabilität, ne? Aber das ist jedenfalls das, weshalb MDMA zum Beispiel für Traumatherapie etc. eingesetzt werden kann. Bitte mal das nächste. Das wäre jetzt LSD. LSD heißt, ich habe Zugang bis hin zum Kausalen. Warum ist das hier oben abgedeckt? Natürlich kann ich Dinge erleben, die jenseits meines Horizonts sind, so wie das Baby gehört hat, wie die Mutter irgendwas sagte. Ich werde sie nicht verstehen oder ich werde sie auf der Ebene deuten. Alles, wenn wir uns austauschen über irgendwelche Erfahrungen, tun wir aus unserem begrenzten Bewusstsein im Körper. Also der Goswami nennt es zum Beispiel einmal Gehirnbewusstsein und einmal Quantenbewusstsein. In dem Moment, wo ich hier drin bin, ich im Quantenbewusstsein, in diesem Bereich, in dem Bereich bin ich in meinem Körperbewusstsein. Hier treffe ich eine Auswahl, eine Entscheidung etc. Das treffe ich hier nicht, also auf LSD darf eine Orange auch blau und dreieckig sein. Das ist kein Problem. Ich weiß trotzdem, dass es eine Orange ist. Okay. Bitte das nächste. So, wir haben vorhin gesehen, dass in dem Moment, wo ich in subtile oder kausale Zustände komme, sich die Grenzen entweder durchlässig werden, beziehungsweise im Kausalen ganz auflösen. Die Leere ist die Leere ist die Leere. Da gibt es nichts. Oder Geist ist Geist ist Geist. Oder man könnte auch Gott ist Gott ist Gott sagen. Das heißt, dass ich hier hier ist der individuelle Bewusstseinsquadrant, ne, in diesem Bereich zum Beispiel meinen Körper von innen wahrnehmen kann, also meinen subtilen Körper wahrnehmen kann. Ich kann den subtilen Körper, ich kann wahrnehmen, was hinter dieser Gesellschaft ist, als subtilen kollektiven Körper. Ich habe Zugang zum kollektiven Unbewussten, was ich sonst nicht habe. Also der Bereich, der mit LSD erkundbar ist, ist wesentlich größer. Der Nachteil ist, und das habe ich halt auch schon erlebt, mehrfach, wenn hier irgendwo jemand verloren geht, ist natürlich die klassische Psychotherapie, also sehen, das ist jetzt mal spiegelverkehrt, ne, ist natürlich die klassische Psychotherapie, die hier in diesem Bereich agiert, völlig überfordert. Wenn jemand also wirklich meinetwegen hier KZ-Erlebnissen im Dritten Reich konfrontiert wird. Ich nehme mal einfach so ein Beispiel, ne, was er selber beispielsweise nicht erlebt hat und voll auf Horror kommt. Wie komme ich daran, wenn ich als in einer normalen Psychotherapie nur in diesem Bereich arbeite? Habe ich normalerweise überhaupt keine Chance. So mal gleich einen... machst du bitte mal als Nächste? Okay. Was auch, nee, geh doch nochmal zwei zurück, entschuldige mal. Was spannend auch ist, ist, ich selber war viele Jahre Sannyasin etc., habe also wirklich Meditation, alles mitgemacht, was man machen konnte, irgendwelche Marathons und so weiter. Der Unterschied auch ist zwischen einer psychedelischen Erfahrung und einer meditativen Erfahrung. Normalerweise in einer meditativen Erfahrung, so ist das, was ich erlebt habe, ist man hier und schaut nach dort, weil immer noch ein Rest-Ich da ist. In der psychedelischen Erfahrung kommt es viel eher vor, dass man hier oder hier ist und quasi von außen zurück in die manifeste Welt schaut. Hier sehe ich beifälliges Nicken erscheint. Also, ne, und um das auch nochmal zu sagen, das ist natürlich alles jetzt gleichzeitig hier. Die subtile und die kausale Welt ist nicht irgendwo jenseits unseres Universums, sie sind jetzt hier. Ne? In dem Moment, wo wir es wahrnehmen könnten, würden wir es wahrnehmen, dass jetzt hier auch subtil und kausales Universum ist und nicht nur, und dass das nichts außerhalb ist. Bitte nochmal. Und noch eins. Okay, jetzt schlachte ich mal eine heilige Kuh oder fange an damit. Hier ist ja ganz groß der Einfluss des Schamanismus. Für Wilber ist Entwicklung über die Ebenen immer vom Ursprung nach oben. Wir können vom Schamanismus unendlich viel lernen. Da wir
wir haben vorhin die Kreise gesehen, alles einschließen, was schon mal war. Werden wir auch, wenn wir mit einem Schamanen auf Reise gehen, auch schamanische Erfahrungen machen, zum Beispiel naturmystische Erfahrungen. Wenn wir als Menschen des 21. Jahrhunderts, die irgendwo hier oben sind, anfangen, das ganze Universum schamanistisch zu interpretieren, kriegen wir ein Problem, weil nämlich viele Sachen, die der Schamane nicht weiß, nicht sehen kann, wir nicht interpretieren können. Und ein evolutionärer Panentheismus zum Beispiel, der eigentlich einer psychedelischen Weltsicht angemessen wäre, hat ganz viel mit Natur zu tun, nämlich zu erkennen, dass alles, was ist, diese ganze Natur, manifestiertes Bewusstsein ist, aber hat doch eine Menge Implikationen, die nicht schamanisch erklärt werden können. Insofern, ich achte das Wissen der Schamanen sehr hoch, habe da viel gelernt, weiß aber auch, dass bestimmte Erklärungsmodelle einfach nicht ausreichen, um das zu erklären, was ist. Was mir hier an dieser Abbildung auch wichtig ist, Timothy Leary hat von Set und Setting gesprochen. Ich selber behaupte auch, dass die Resonanz dessen, der jemanden auf einer psychedelischen Reise begleitet, unendlich viel Einfluss hat, eben dadurch, dass diese im Subtilen sich die Quadrantengrenzen auflösen auf das, was derjenige erlebt. Das heißt, wenn ich mit dem Schamane auf die Reise gehe, werde ich natürlich auch in diesen Weltenraum eintauchen, dass es gibt eine Resonanz zwischen den Menschen, mit denen jemand dort unterwegs ist. Weshalb also in meinen Augen ich es für wichtig halte, diese Unterteilung Set und Setting, um Sitter zu erweitern, um in dieser netten Reihung zu bleiben, Sitter, Set und Setting, dass die drei Sachen eigentlich sehr deutlich beschreiben, wo komme ich eigentlich hin, wenn ich eine psychedelische Reise mache. Ich komme höchstwahrscheinlich in völlig andere Räume, wenn ich mit einem Zen-Mönch auf die Reise gehe, mit einem Cyberpiloten oder mit einem Schamanen. Weil die werden mir völlig andere Räume zeigen, die, solange sie nicht meine Bewusstseinsebene, auf der ich mich im Manifesten befinde, übersteigt, die ich dann auch begreifen kann, weil natürlich das schamanische Wissen auch ich in mir habe. Klar, aber die Evolution geht weiter und entwickelt sich halt in Richtungen, die bisher noch überhaupt nicht angedacht werden können. Ich persönlich bin der Meinung, dass es in Richtung von einem Gruppenbewusstsein geht, dass das die zukünftige Entwicklung ist, dass man von der Blutsbande zu einer Bewusstseinsbande kommt. Aber das ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik. Okay, bitte das Nächste. Okay, hier möchte ich noch mal eins deutlich machen. Wenn jemand auf eine psychedelische Reise geht, ganz viel hängt davon ab, wie er sie integrieren kann, inwiefern wenn eine Integration heißt, es muss kompatibel mit meinem derzeitigen Weltbild sein, wenn ich kann daran wachsen, dann kann es zu einer Ich-Transzendenz führen, ich kann daran verzweifeln, dann kann es zu einer Regression führen. Also ich habe schon Leute in meiner Klinik gehabt, die Heroin genommen haben, weil sie ihre LSD-Erfahrung nicht bewältigt haben. Ja? Also einfach nichts mehr wissen, zurück ins Ei. Heroin heißt wirklich ins Undifferenzierte. Evolution heißt ja immer mehr Differenzierung. Und Heroin heißt zurück ins Undifferenzierte. Ich will zurück ins Ei, ich will nicht da sein, ich will die totale Geborgenheit, ich will eigentlich nicht ich sein. Ja? Und es ist ein großer Unterschied, eine Ich-Auflösung und eine Ich-Transzendenz. Dass ich als funktionale Fähigkeit, an einem Fahrkartenschalter mir Fahrkarten zu kaufen etc., mich sozial zu bewegen, wenn das noch vorhanden ist, das wäre Ich-Transzendenz, wenn man trotzdem eine ständige Angebundenheit in diese Bereiche hat. Wenn man also die einfachsten Sachen des täglichen Lebens nicht mehr auf die Reihe kriegt, das ist eine Regression in eine Ich-Auflösung und das kann nicht der Sinn sein. Okay, das ist übrigens auch eine der Sachen, was eben viel dem New Age vorgeworfen wird. Das gesamte New Age heute ist ja viel verrufen. Letztendlich sind das ja die 68er-Kids, die transpersonale Erfahrungen gemacht haben, in dem Moment, wo sie LSD und Ähnliches genommen hat. Beste Beispiel sind die Beatles in den 60er Jahren, als die also nach ihrem LSD-Trip zu Maharishi Mahesh Yogi nach Indien gegangen sind. Ne? Das Problem ist nicht, dass das New Age
gibt. Das Problem am New Age ist es, dass es sich so oft in prärationale Richtungen bewegt. Also Erwachsene, die Indianer spielen, sage ich mal ganz böse, ohne das wirklich so zu meinen, anstatt die das in eine transrationale Spiritualität integrieren. Also die Weisheit der Indianer ist ganz viel wert. Ich will da nichts gegen sagen, auf keinen Fall. Ne? Aber in eine transrationale Spiritualität zu integrieren, das wäre eigentlich eine Spiritualität, die auch von der rationalen Wissenschaft auf D5 nicht angegriffen werden könnte. Die nämlich auch die Wissenschaft berücksichtigt. Also für mich war es zum Beispiel ein richtiger Hammer. Ich habe erst mit Ende 30 Psychologie studiert und komme aus dieser New Age-Richtung, da wirklich nochmal mit konfrontiert worden zu sein und da mitzukriegen, wie viel Wertvolles in Statistik drinsteckt. Das klingt böse, aber es ist so. Okay, bitte das Nächste. Gut, hier ein Beispiel, was natürlich auch möglich ist, als ein grundsätzliches Beispiel, Zeitreisen, die eben durch diese Räume führt, durch den im subtilen Raum gelten die klassischen Raumzeitgesetze nicht. Die gelten nur im manifesten Raum, unserem physikalischen Universum. In der subtilen Realität, die genauso real ist, gelten die klassischen Raumzeitgesetze nicht. Das heißt, es ist möglich, in der Zeit zurückzugehen. Es mag möglich sein, die Kosmologie sagt ja zum Beispiel, andere Universen entstehen, unsere schwarzen Löcher in unserem Universum sind die Urknallsituation für neue Universen auf der anderen Seite oder so. Es ist also auch spekulativ möglich, in andere Universen zu reisen, auf die Art und Weise. Von DMT-Nutzern, Strassmann berichtet das sehr ausführlich, wird immer wieder gesagt, dass sie halt wirklich in Gegenden waren, also entweder auch in die Zukunft oder in andere Universen. Das ist grundsätzlich möglich, weil durch die Lehre kommt man überall hin, klar, keine Frage. Okay, wie sind wir eigentlich in der Zeit? Hat jemand eine Ahnung? Ich habe keine Uhr, ich weiß nicht. Soll ich dann, da mache ich jetzt einfach Schluss oder so? Was? Nicht Schluss machen. Ich wollte nur noch ganz wenig sagen, okay. Machst du mal bitte das Nächste. Ich gehe nur mal, eigentlich stand ja in der Ankündigung mit drin, Wissenschaft, ich habe ja gesagt, das, was existiert, unser materielles Universum, nehmen wir getrennt in die Quadranten wahr, weil wir die amodale Wahrnehmung, die wir als Baby hatten, verloren haben. Baby ist ja im Subtilen, das nimmt ja amodal wahr, es trennt nicht zwischen Objekt, Subjekt, Innen, Außen etc. Ne? Und es sind unsere Perspektiven. Wir Menschen sind nicht getrennt in Einzelindividuen. Wir nehmen uns als Einzelindividuen aber wahr, weil wir keine, also das Baby nimmt sich und seine Mutter nicht als getrennt wahr. Ne? Bitte eins weiter. Okay, und Wilber führt also noch zwei Perspektiven mehr ein und daraus leitet sich ab, was eine Wissenschaft, die wirklich umfassend ist, alles berücksichtigen müsste, wenn sie über die Ebenen sind hier mal weggelassen, wenn sie zum Beispiel das Phänomen psychoaktive Substanzen wirklich umfassend beschreiben will. Im Moment hat also die Neurologie einen großen Boom, das ist Autopoiese, also was regelt sich im Individuum, wie regeln Drogen den Chemiehaushalt etc. Das ist das, was im Moment ganz groß ist. Phänomenologie heißt die Beschreibung dessen, was jemand subjektiv erlebt, weil wir nehmen ja nicht Drogen, weil es so tolle Bilder im Computertomographen gibt, das ist uns ja ziemlich wurscht. Also ein Mensch, der sowas macht, der will ja was erleben. Da geht es also um die Phänomenologie, das war das, wo ich mich eben sehr ausführlich mit beschäftigt habe. Dann den Strukturalismus, das ganze Modell, was wir gesehen haben von Entwicklung der verschiedenen, des subtilen, manifesten und kausalen Bewusstseins, ist im Prinzip Strukturalismus. Ich gucke genau, wo ist die kosmische Adresse meiner Erfahrung. Ich kann, wenn ich zum Beispiel für die verschiedenen Bewusstseinsebenen die Kriterien kenne, genau sagen, ich habe eine subtile oder kausale Erfahrung auf D1, D2, D3 oder D4 oder sonst was gemacht. Kann also genau die kosmische Adresse benennen, eben in dem Moment, wo es über den manifesten Quadranten, über den manifesten Zustand hinausgeht, auch noch den Quadranten benennen. Ne?
Das ist also eine der Sachen, die dadurch möglich ist. Ich muss also, ein gutes Beispiel ist vielleicht hier die Pubertät, Gefühlsaufwallung, wirre Gedanken, das ist Phänomenologie. In dem Moment, wo von außen drauf geguckt wird, sagt der Wissenschaftler, hey, du hast einfach Pubertät, du bist in dem und dem Alter. Das ist Strukturalismus. Es gibt eine Struktur, wo bist du eigentlich? Im Empirizismus sagt der Biologe, und deine Geschlechtsorgane entwickeln sich etc. Das ist das, was von außen betrachtet wird. Das ist jeweils die Innenperspektive desjenigen und das ist das, was von außen betrachtet wird. Genauso hier geht es also dann um das Verständnis, zum Beispiel der öffentlichen Meinung, wie denken wir über Drogen, kulturanthropologisch, wie erklären wir das zum Beispiel im Übergang von einer magischen Gesellschaft zu einer rationalen Gesellschaft. Da haben wir wieder die Strukturen der Ebenen drin, wo wir sagen können, natürlich in magischen Gesellschaften ist es völlig normal, Drogen positiv zu bewerten im spirituellen Kontext, rationalen Gesellschaft, die einfach nur die Wissenschaft, die rationale empirische Wissenschaft gelten lässt, das ist völliger Unsinn. Und hier, wie entwickelt sich zum Beispiel das Zusammenspiel von einkassierender Polizei und illegalem Drogenanbau oder was es da noch alles gibt? Das wäre also die Autopoiese. Und das von außen zu betrachten, aus Sicht der Wissenschaft, das wäre dann also wirklich zu untersuchen, wie entwickeln sich Vertriebswege etc. Das wären dann also die Bereiche, die eine umfassende Wissenschaft zum Beispiel berücksichtigen müsste und die könnte sowohl beim Konsumenten ansetzen, als zum Beispiel auch bei der Substanz selber und so weiter. Okay, bitte noch eins weiter. Das ist jetzt nur, wenn Sie irgendwelches Material haben wollen, das gibt es auf der Webseite, da gibt es auch ein paar Anmerkungen zu Suchttherapie und Drogenpolitik, wo ich ja hier heute jetzt nichts zugesagt habe. Und dann gibt es ganz am Schluss noch ein kleines Dankeschön an die Firma Apple. Okay.